Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Family Fernweh spielt. Heute bekommt unsere Baby Born, die Lulu, neue Anziehsachen. Was ist das? Ein Schlafanzug. Ein Schlafanzug bekommt die. Dann haben wir noch Windeln und dann haben wir noch Socken. Weil die Kleidung von Charlottes kleiner Schwester, der Caroline, wird immer zweckentfremdet für die Lulu. Hier, wie man auch sieht, hat sie Socken an von der Caro und eine Windel. Und deswegen, jetzt hat sie mal was Eigenes, ne? Sollen wir das mal auspacken? Und was sollen wir anfangen? Die Windeln. Mit den Windeln? Okay. Willst du das auspacken? Oh. So, guck mal. So, sollen wir mal eine rausholen? Ja. Ja, nur eine gucke, ne? Ja. Da steht Baby Born drauf. Zeig mal in die Kamera. Und, ist sie schön? Als wir die Lulu gekauft haben, ist natürlich immer eine Windel dabei, aber die hält ja auch nicht ewig. Und jetzt hast du ein bisschen Ersatzwindel für die Lulu. Freust du dich? So, was sollen wir jetzt auspacken? Den Schlafanzug. Den Schlafanzug? Okay. So, da habe ich mir eine kleine Schere vorbereitet. Nicht, dass ich ihn kaputt schneide, ne? So, raus. Oh, haben sie auch gut eingepackt, ne, Charlotte? Und, bist du schon aufgeregt? Ja. Hast du ja schon gesagt, was noch alles dabei ist, außer den Schlafanzug? Ja. Was ist noch dabei? Ein Zahnputzbecher? Ja. Und eine? Zahnbürste. Genau. Das. Oh, guck mal, haben sie auch oft dran gemacht, hä? Ja. So. Und noch ein. Und das ist noch ein? Wo siehst du denn noch ein? Hier oben? Ja. Oh, komm, reiß mal auf. So. Und da ist ein süßer. Kleiderbügel mit dabei. Oh. So, und hier oben ist dann auch noch mal eine Frage, hier von der Clubkiste. Bist du schon Mitglied im Baby Born Club? Nein. Jawohl, ja. Die Charlotte ist nämlich Mitglied im Baby Born Club. Und da können wir euch das nächste Mal, wenn Post kommt von Baby Born Club, können wir euch das auch mal zeigen, was man da so erhält als Mitglied. So, jetzt zeig doch mal den Kleiderbügel, der ist auch schön, ne? Richtig professionell macht ihr das hier schon, ne? Hast professionell in die Kamera gehalten, den Kleiderbügel, ja? Ja? Oh, ist das süß, da ist ein kleiner Bär mit drauf. So, dann würde ich sagen, wir putzen mal die Zähne, der Lulu. Oder sollen wir erst die Socken auspacken? Socken. So, dann packen wir jetzt die Socken aus. Muss man da auch die Schere für haben? Ich glaube schon. Nein. Oder? Nein? Doch, sonst fallen die doch bestimmt runter. Werden die sich schon was bei gedacht haben. Ja, ich sehe schon. Schere muss wieder in Einsatz. So, einmal. Die süß. Das reicht. Hier, da ist eine kleine Ente drauf. Die Enten, Baby Born Ente, ne? Wie macht eine Ente? Quack, quack. Quack, quack, quack. So, oh. Die sind aber klein, die Socken, ne? Und hier ist so wie ein kleiner Turnschuh. Da haben sie hier die Schnürsenke nachgemacht. Ja, richtig süß. So, sollen wir dann die Lulu einmal anziehen? Ja. So, dann würde ich sagen, dann machen wir einmal den Schnuller weg, damit er nicht so viele Geräusche macht. So, willst du die einzeln anziehen? Ja. Okay, dann fangen wir an. Das
Willst du nicht erstmal einmal ausziehen und dann erst anziehen? Das. Ach so, okay. Und das. Genau. Und passen die Socken da? Ja. Ja, ist wie für die gemacht, wa? Nein. Doch, passt doch perfekt. Sonst soll ich irgendwo hier auf den Tisch, dann können die Zuschauer auch gucken. Oh, toll. Und jetzt die Windel. Jetzt die Windel, aber müssen wir aus der Hose ausziehen, oder? Ja. Meinst du, kriegen wir jetzt ausgezogen, jetzt wo die Socken schon an sind? Ich halte die Lulu mal fest. Gleich, Lulu. Nur warten, warte. Nein! Dauert einen Moment. Die Charlotte übt noch. Oh, siehst du, jetzt der Sock wie... Oh, jetzt sind die Socken ausgezogen. Hä? Müssen wir gleich nochmal anziehen. Zieh mal die an, wenn die den Schlafanzug anhat, okay? Mhm. So, das ist nämlich der Socke von der Caro. Den kann die Caro jetzt wieder anziehen. Nein! Doch, die Lulu hat ja jetzt eigene Socken. So, das ist auch eine Windel von der Caro. Oh nee, ich würde das jetzt noch nicht machen. Ich würde das erst machen, wenn die angezogen hat. Soll ich mal helfen? Ja. Okay. Oh, ist die süß. Schön in rosa. So, machen wir das mal hier ein bisschen hoch. Oh, untergefallen. So, einmal Klebestreifen. Und wo ist der zweite? Auf der anderen Seite? Ja. Ja. Und zweimal Klebestreifen. Oh, das hält aber gut. So. Windel ist schon mal an. So, jetzt muss man noch das Halstuch. Ne, die zieht doch den Schlauanzug an, oder nicht? Aber jetzt muss man erstmal den Rest ausziehen. Zieh mal Halstuch und T-Shirt aus. Oh, die hat aber einen dicken Kopf, die Lulu. Kriegen wir das überhaupt raus? Oh, Lulu, hast aber einen dicken Kopf. So. Oh, geschafft. So, dann T-Shirt aus. Toll. So, und jetzt den Schlafanzug. Freust du dich, Lulu? Ja, ist so schön, der Schlafanzug. Hey, Lulu freut sich. Yeah, ich bin ganz aufgeregt. Schlafanzug. Oh, ist das ein schöner Kleiderbügel. Wow. Willst du den aufbewahren? Oh, der ist ja echt schön. Mit hier so noch Herzchen. Oh, richtig toll. Ja, ich fasse nichts mehr an. Das morgen anziehen. Ne, wir wollen noch einmal den Zuschauern zeigen. Wieso denn morgen erst? Soll ich helfen? Ja. So, dann legen wir die Lulu einmal hin. So, Lulu, jetzt geht's los. Bist du gestresst? Ja. So, oh. Dann kannst du gleich die Socken wieder anziehen. Das ist vor dem Bettdes. Was ist los? Das ist Bettdes. Das ist fürs Bettler, ne? Aber ich glaube, das kann ich auch tagsüber anziehen. Ja. Ist ja so wie so ein Tagesanzug, kann man da auch bestimmt auch. So. Oder wenn die Lulu einen Gammlertag macht, dann kann die das auch anziehen, ne? Wenn die so einen Gammeltag macht, ne? So, jetzt erst einmal die Zähne putzen. Und, hat die gute Zähne, die Lulu? Na, ja. Ja? Hat die denn schon viele Zähne? Ja. Oh, okay. Dann müssen wir immer jeden Tag putzen, ne? Immer morgens und abends putzen. Schön. Und jetzt muss die einmal nachspülen, ne?
Okay. Und fertig, Lulu? Ja. So, jetzt kannst du der Lulu noch die Socken anziehen. Ja. Okay, dann mach mal. Glas aussieht immer. Ja. Warum? Jetzt Glas T-Shirt anziehen. Lieber T-Shirt für draußen. Aber dann hat die das einmal gesehen, da freut sich Lulu ja auch. Ich helfe. Oh, ist das schön. Dass die Lulu, die ist vor dem Bett. Das ist fürs Bett für die Lulu, genau. Hey, Lulu! Soll ich helfen? Komm, ich helfe mal. Ja. So, stillhalten, Lulu. Ja. So, dann ist die Lulu schon fertig. Ist das süß. Was ist denn hier drauf? Was ist das? Ein Föhn. Und das? Ein Ente. Und was steht hier? Ein Lulu. Lulu steht da drauf. Ja, so ähnlich. Da steht Dress your hair. Mach deine Haare. Nein. Ne? Was heißt das denn sonst? Aussehen wieder. Nein. So, das sieht richtig toll aus. Hier ist noch eine kleine Schleife eingearbeitet. Hier ist das Babyborn-Emblem. Und wie der aussieht. Ja, mach mal gleich. Jetzt sagen wir erstmal den Zuschauern Tschüss, ne? Ja. So, wir ziehen die Lulu jetzt gleich noch wieder um, weil es ja noch keine Schlafenszeit. Das darf die heute Abend erst anziehen, ne? Wenn wir schlafen gehen. So, dann wollen wir sagen, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren. Bin so ganz aufgeregt. So viele Abonnenten, ne? Und dann wollen wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.